Widerliche Gewaltexzesse erschüttern Schweden. In Linköping und Örebro brennen Donnerstag und Karfreitag Polizeiautos. Ein Dutzend Polizisten wird von überwiegend jungen Männern teilweise schwer verletzt. Diese fühlen sich offenbar durch geplante islam- und fremdenfeindliche Demonstrationen provoziert und die Tatsache, dass diese genehmigt wurden. Die islam- und einwanderungsfeindliche Gruppe Stramm Kurs, übersetzt harter Kurs, hatte zu Demonstrationen aufgerufen und angekündigt, dabei einen Koran verbrennen zu wollen. Viele Schweden waren entsetzt, organisierten Gegendemonstrationen. Obwohl die Aktion letztendlich nicht stattfindet, kommt es zu heftiger Gewalt und Krawallen. Donnerstag und Freitag eskaliert die Situation in Örebro und Linköping. Polizisten werden angegriffen, Demonstranten sollen Allahu Akbar gerufen haben. Mehrere Polizeiautos gehen in Flammen auf. Beamte seien von Steinen getroffen worden, manche hätten auch gebrochene Arme, sagte eine Polizeisprecherin der Zeitung Aftonbladet. Rechtfertigt die Aktion der Islamfeinde diese brutalen Attacken? Premierministerin Magdalena Andersson stellt klar: Egal was man denkt, man sollte niemals zu Gewalt greifen. Das akzeptieren wir nicht und wir werden es auch nie akzeptieren. Die Islamfeinde haben für Samstag eine weitere Demonstration in der Stadt Landskrona angekündigt.